Wir haben uns immer Kostüme bei der niederländischen Botschaft ausgeliehen, die konnte man da kriegen zum Koninginnedach. Zuerst gab es ein Macy-Kostüm und ein Jongens-Kostüm. Ich durfte das Jongens-Kostüm anziehen. Und wir hatten zu Anfang auch Klompen, allerdings nur zu Anfang. Das haben wir zweimal gemacht, aber jedes Mal hat man dann also blaue Füße und das ist dann nicht so schön. Irgendwann haben wir uns dann bequemere Treter angezogen. Egal, auf jeden Fall haben wir dann halt Krille als Königin gewonnen und damit war die Tradition geboren. Ja. Früher gab es auch noch immer Käse und Häppchen und all solchen Kram und Geneva satt. Und es ist ja auch immer wichtig, um die Stimmung ein wenig anzuheizen. Alles andere ergibt sich von selbst.